Okay, dann Antenne. Hoppla, dass mir das bei anderer Leute Antennen aber auch immer wieder passiert. Ja, Mann, ganz komisch. Antenne rüber balancieren. Los, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Und ihr kommt dann hoffentlich auch. Easy going, soweit. Puh, das war spaßig. Spaßig? Du hohle Nuss hättest uns beinahe umgebracht. Das habe ich schon so oft gehört. Aber noch nie, du hast uns umgebracht. Und da liegt der Unterschied. Das reicht jetzt. Das Maß ist voll. Ab jetzt wirst du dich zurückhalten. Wir übernehmen den Rest. Also, wie gehen wir vor? Du könntest springen. Viel zu weit. Aber vielleicht könntest du den Rotor anhalten. Sei kein Rufus. Die Rotoren halten das Hochboot in Waage. Selbst wenn wir ihn blockieren könnten. Das Hochboot würde kippen. Das wäre unser Ende. Sei echt mal kein Rufus. Guck mal, easy. Mach mal Platz. Ich habe einen Plan. Stopp nicht! Haha, getroffen! Und? Wer ist jetzt hier der Dorftrottel? Du natürlich. Wie sich das gehört. Hä? So. Na guck doch hin! Der Sender ist in den Rotor gefallen und der blinkt fröhlich und wohlbehalten vor sich hin. Damn. Verdammt, er ist immer noch aktiv. Sollen wir denn da jetzt rankommen? Da unten ist ein Catwalk. Ich sehe es. Wie stehen wohl unsere Chancen zu springen? Da runter? Du wirst ja wirklich von Minute zu Minute dämlicher. Beantworten Sie die Frage, Cletus. Bitte was? Na, Sie sind doch der Inspektor hier. Dann lassen Sie mal Ihre Einschätzung hören. Wie stehen die Chancen? Oh, wenn man die Drehgeschwindigkeit und den Radius in Betracht zieht, etwa 1 zu 3, dass wir es überleben, ohne vom Rotor zerfetzt zu werden. Hm, 1 zu 3 ist doch nicht schlecht, oder? Es kommt drauf an. Es entspricht in etwa deinem Gehirnzellen-pro-Kopf-Verhältnis. Ja, dann lass uns springen, hä? 1 zu 3 ist doch nicht schlecht, oder? Wenn wir alle drei von unterschiedlichen Positionen aus springen, kann es einer schaffen. Das ist doch Irrsinn. Hast du einen besseren Vorschlag? Dann ist es entschieden. Wir alle springen auf 3. Okay. 1. 2. 3. Natürlich. Das Typ. Rufus? Rufus, aufwachen! Hi. Aua! Was ist passiert? Du hast es geschafft! Bravo! Wo ist Cletus? Ich glaube, er hat es nicht geschafft. Okay. Sicher bin ich mir nicht. Es ging alles sehr schnell. Naja, siehst du den Sender irgendwo? Ich bin dran. Da ist er, da unten. Von hier aus komme ich da nicht ran. Okay, wait a minute. Wir nehmen mal hier eine Schraube raus. Und stecken sie auf jeden Fall in die Mitte. So. Die Frage, was machen wir mit den restlichen Schrauben? Wir müssen da runterkippen auf jeden Fall. Okay. Da ist keine mehr. Da könnte noch eine Schraube sein. Yes. Also, geht doch. Ich hab ihn. Hörst du, Argus? Ich hab ihn. Sehr gut. Und jetzt kaputt machen. Hä? Was? Ach so, ja klar. Meine leichteste Übung. Den Sender zerstören. Ja, auf jeden Fall hier mal die Löcher schließen, oder? Dann können wir nämlich auf jeden Fall da hochlaufen. Jetzt habe ich noch ein paar Schrauben, aber ob das was bringt, ist was anderes. Die Tür da wird nämlich verschlossen sein, dementsprechend. Gucken wir mal. Sender in den Rotor. Nein, was tust du? Ich zerstöre den Sender. Was sonst? Du willst doch nicht deine Hand in den Rotor halten, oder? Ich wusste ja, dass du ein Idiot bist, aber... Das übertrifft an Dämlichkeit wirklich alles, was ich jemals gehört habe. Okay.
habe es geschafft. Der Sender ist kaputt. Der Polia ist gerettet. Ja, ganz große Klasse. Und nur, um es noch ein bisschen interessanter zu machen, hast du den verdammten Rotor blockiert. Dann hilf mir hoch, damit wir den Rotor wieder zum Laufen bringen können. Es wäre schön blöd, wenn das Hochboot gerade jetzt auseinanderbräche, wo Elysium ja schon fast in Wurfreichweite ist. Ja, das ist deine Idee. Eine andere wäre, dich da unten verfaulen zu lassen. Das kommt wohl ganz drauf an. Worauf kommt das an? Wie du dich entscheidest. Hilfst du mir bei meinem Putsch gegen den Ältestenrat? Wie bitte? Was ist denn jetzt los? Irgendwas blockiert den Steuerbordrotor. Ist das schlimm? Keine Ahnung, vermisst du Deponia bereits? Wir werden abstürzen? Aber wir sind doch so gut wie da. Man kann bereits die unteren Schleusen erkennen. Schleusen, sagst du? Aber natürlich. Die Wartungsleitern. Vielleicht kann ich uns lange genug auf Position halten, um das Hochboot zu evakuieren. Los! Sammle deine Freunde zusammen. Und was ist mit den Organons? Die natürlich auch. Jetzt, da die Sprengung abgesagt ist, wird Argo seinen Plan ja wohl hoffentlich noch einmal überdenken. Ich benachrichtige den Ältestenrat. Aber was wird aus dir? Go, wir haben jetzt keine Zeit für Diskussionen. Geh jetzt. Ich glaub das jetzt nicht. Du hast immer noch vor, mit dem Organon in Elysium einzurücken? Warum denn nicht? Wo sollen wir sonst hin? Das werde ich niemals zulassen. Sieh es doch ein, Rufus. Diese Soldaten da unten sind unsere Brüder. Sie haben dieselben Gene. Wir sind im Grunde identisch. Warum solltest du nach Elysium dürfen und nicht einer von ihnen? Oder zwei oder drei? Wo ist die Grenze? Wer entscheidet das? Du etwa? Nein. Aber na dann? Was sagst du? Nur über meine Leiche. Ja, schade, aber nicht zu ändern. Ich hatte mir schon gedacht, dass du uneinsichtig sein würdest. Mach's gut, Rufus. Nein, nicht du! Huh. Okay. Da seid ihr ja wieder. Oh, das schmerzt. Oh, wie scheußlich ist die Welt. Selbst schuld. Och, ja, lach du nur. Aber jetzt sitzen wir schon wieder im selben Boot. Ich glaube, ich kann mich befreien. Nein. Um Himmels Willen, der Rotor klemmt nur, weil wir dazwischen stecken. Wenn sich einer bewegt, beginnt er sich wieder zu drehen. Dann sterben wir alle. Aber wenn wir den Rotor weiterhin blockieren, wird das Hochboot abstürzen. Wir sind so oder so tot. Ach, wie sind wir nur in diese bescheuerte Lage geraten? Was guckt ihr mich so an? Das habt diesmal ihr verbockt. Wie? Diesmal keinen intelligenten Plan parat? Lasst mich nachdenken. Nope. Die Lage ist aussichtslos. Wenigstens eine gute Nachricht. Rufus? Cletus? Bowl! Was ist denn hier passiert? Ist doch egal. Du musst uns hier rausholen. Und am besten, bevor das Hochboot abstürzt. Ja, dafür ist es wohl zu spät. Papp sagt, dass die ständigen Ausfälle des Rotors die Maschinen beschädigt haben. Er kann das Hochboot für den Augenblick noch in Position halten. Aber die Evakuierung hat begonnen. Es sind jetzt nur noch Minuten. Na tolle Wurst. Jetzt kommen alle nach Elysium außer mir, oder was? Ja, genau! Hol mich hier raus! Du kannst sowieso nur einen retten, ehe sich der Rotor zu drehen beginnt. Nein, es muss doch eine Möglichkeit geben, euch alle da rauszuholen. Gibt es aber nicht. Komm schon, triff deine Entscheidung! Wie soll ich mich denn entscheiden? Ich weiß ja nicht einmal, wer ist. Ich bin Rufus. Ist doch gelogen. Ich bin Rufus. Die lügen beide wie gedruckt. Ich bin Rufus. Na super. Und jetzt? Kann der echte Rufus das nicht irgendwie beweisen? Natürlich kann er. Ich weiß etwas, was diese beiden Simulanten da unmöglich wissen können. Ach ja? Was denn? Dass du heute wieder deine grüne Unterwäsche trägst. Hä? Wann hast du denn meine Unterwäsche gesehen? Ich glaube, meine Finger rutschen ab.
Na super, jetzt müssen wir noch mal von vorne anfangen. Also, wer ist wer? Ich bin Rufus. Ach ja? Beweise es. Nun... Ich weiß etwas, was diese beiden Simulanten da unmöglich wissen können. Ach ja? Was denn? Dass ich heute Morgen Frühstück gemacht habe. Ja, das war ungewöhnlich. Bravo, eine echte Insider-Information. Das hätte sich jeder ausdenken können. Aber nicht, was es zum Frühstück gab. Easy. Oh, es gab... Ich glaube, ich kann mich nicht mehr festhalten. Was gab's denn? Kaffee. Verdammt, jetzt stehen wir doch wieder am Anfang. Und ich weiß immer noch nicht, wer wer ist. Ich bin Rufus. Ach ja? Beweise es. Nun... Einer doch. Ich weiß etwas, was diese beiden Simulanten da unmöglich wissen können. Ach ja? Was denn? Dass wir den Gesichtern in Bosos Familienalbum Bärte gemalt haben. Ja, das war lustig, obwohl es erstaunlich wenig zu tun gab. Das ist ein Trick-Goal. Er weiß das nur, weil ich es ihm vorhin erzählt habe. Ah. Das ist nicht lächerlich. Warum sollte der echte Rufus sowas weitererzählen? Ich wollte halt angeben. Aber eine Sache, die die anderen garantiert nicht wissen, ist... Ist doch egal, was ich sage. Wir drehen uns hier im Kreis. Ja, aber wie soll ich mich denn sonst entscheiden? Gurr? Entscheide dich bitte. Uns läuft die Zeit davon. Das Hochboot kann jeden Moment abstürzen. Wenn du mich unter Druck setzt, machst du es dadurch auch nicht besser. Was, wenn ich aus Versehen Argus erwische? Hey, ich meine, hey, ho, I am the roof. Okay. I am the roof. Ja, hast du denn keine Augen im Kopf? Ich sehe doch viel schöner aus als diese beiden Pfeifen. Ich kann von hier aus gar nichts erkennen. In dem Kostüm seht ihr alle gleich aus. Ich brauche schon einen besseren Hinweis. Vertraue doch einfach deinem Herzen. Okay, mein Herz sagt, der hier vorne vielleicht? Okay, vergiss das mit dem Herzen. Inzwischen gibt es weitaus exaktere Methoden. Ach, Rufus hin, Rufus her, ist doch egal. Lass uns einfach hier und verschwinde. Hauptsache, du überlebst. Ach, jetzt hat er sich verraten. Genau. Der echte Rufus, also ich, würde so etwas nie sagen. Das stimmt. Das klingt wirklich nicht nach Rufus. Kann es sein, dass du dich so geändert hast? Der echte Rufus wird sich nie ändern, das weißt du. Dann ist das vielleicht wieder nur ein Trick, um gut dazustehen. Nein! Ach. Es ist wahr. Ich bin nicht Rufus. Er da ist Rufus. Was? Ja klar. Er hat recht. Ich bin Rufus. Ist das ein Trick? Ein letztes Manöver? Du weißt, wenn ich ihm helfe, kannst du dich nicht mehr umentscheiden. Du wirst fallen und sterben. Ganz sicher. Denk doch mal nach. Wie kann ich der echte Rufus sein? Der echte Rufus wird nie aufgeben, sich nie ändern und niemals... Loslassen. Stopp! Nein! Nein! Komm schon, Goal. Wir müssen hier weg. Komm. Hallo, Rufus! Oh, Barry, was machst du hier? Du bist mein Vorbild! Schon vergessen? Und ich folge dir überall hin! Nein, im Ernst! Ich wollte dir nur sagen, wie sehr ich bewundere, was du hier tust. Erst war ich natürlich geschockt, aber dann habe ich es verstanden. Brillant! Wirklich! Es war im Grunde die einzige Möglichkeit, die du hattest. Ein Geniestreich! Also auch philosophisch gesehen, jetzt die komplett selbstlose Tat. Wow, Rufus! Der unverbesserliche Rufus hat sich schließlich doch noch Bist du bereit? Ich weiß nicht. Denkst du wirklich, dass dieses Ensemble hier angemessen ist? Aber Rufus, jeder weiß, dass du ein Deponianer bist. Schon vergessen? Du musst dich nicht mehr verstellen. Nie wieder. Du kannst einfach du selbst sein. Für alle Zeiten, Rufus.
Das ist doch wirklich voll lässig. Ah, da sind ja unsere Helden. Die Retter Deponias. Tja, da habt ihr uns ganz schön was eingebrockt, was? Euer Bericht stellt uns vor ein schwieriges Dilemma. Jetzt, da wir wissen, dass Deponia bewohnt ist, ist unsere Reise nach Utopia natürlich vorerst abgesagt. Aber das Hochboot ist zerstört, das Kabel gekappt. Und mit den ganzen neuen Mitbürgern an Bord werden unsere Ressourcen noch schneller verbraucht als befürchtet. Was wird nun aus Elysium? Müssen wir auf Deponia landen? Sollte es das? Fragen über Fragen. Auf die ich leider auch keine Antwort habe, Eminenz. Aber dieser Deponianer hier ist ein richtiges Genie. Wer, ich? Wenn ihr ungewöhnliche Ideen braucht, sein Einfallsreichtum kennt keine Grenzen. Nur zu. Jeder Vorschlag ist willkommen. Das Goal. Du schaffst das schon. Nun, man könnte doch Raketen an Elysium anbringen. Bitte weiter. Oder solche Flugdrachen. Und wenn wir einen riesigen Zeppelin mit Monster-Truck-Reifen ausstatten würden? Monster-Truck-Reifen? Ja, dann könnten wir vielleicht ein paar Adler trainieren, Können wir noch mal auf die Flugdrachen zurückkommen? Wie groß müssten die sein? Oh, riesig. Mit so großen Zähnen, vor allem die Eckzähne, ganz, ganz groß und lang. Und sie sollten Feuer speien. Das Buch zugeschlagen, es bleibt noch zu sagen. Irgendjemand noch Fragen? Na, dann eben nicht. Doch wenn du dich allein fühlst und du an dir zweifelst, dann habe ich hier einen Vorschlag für dich. Greif zur Mundharmonika, sing von Deponia, von Rufus und Cole und dem Leben im Dreck und vom Umstand, dass man wohl manchmal die Welt nur retten kann, wenn man loslässt. Und wenn es so ist, ja. Dann bin ich mal weg. Ossa, er ist dann mal weg. Ah. Was für ein gemeines Ende.